Erster Bundeskongress Schulverpflegung. Auf Einladung von Bundesernährungsminister Christian Schmidt sind über 300 Expertinnen und Experten in Berlin zusammengekommen, um das Thema Schulverpflegung mal ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Die wichtigsten Fachleute kommen aus den Klassenräumen. Die Kinder, die Schülerinnen und die Schüler, das sind diejenigen, die nicht nur Konsumenten sind, sondern die auch die besten Kritiker sind. Lasst uns auf die Schüler und Schülerinnen hören. Lasst ihren Urteil und ihren Beitrag mit einbringen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Welche Qualität das Essen in den Schulen hat und wie es um die Schulverpflegung insgesamt bestellt ist, das wurde jetzt im Rahmen der bislang größten Studie zur Qualität der Schulverpflegung in Deutschland erforscht. Im Auftrag des Ernährungsministeriums und im Rahmen von Inform, Deutschlands Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung, wurden neben Schulleitungen und Schulträgern nun auch Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Schulformen befragt. Die Art, wie jetzt auch viele Schülerinnen und Schüler, Eltern sich sehr bewusst einmischen in die Diskussion um Schulverpflegung, ist, glaube ich, ein weiterer Schritt nach vorne. Und mit den Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung wird auch Hilfe geleistet, die sehr begrüßenswert ist. Bundesminister Christian Schmidt betont die Bedeutung guter Ernährung für Kinder und Jugendliche. Die ersten 1000 Tage sind für Kinder ganz wichtig und die folgenden Jahre ganz entscheidend auch für die körperliche Entwicklung. So, und da ist es Top-1-Thema die Schulernährung und Top-2, wie sage ich es auch meiner Familie, dass das auch zu Hause stattfindet. Ich glaube, das ist genauso wichtig. Auch aus der Wissenschaft kommt viel Lob, auch wenn man Gutes immer noch besser machen kann. Also in der Schulverpflegung sind wir schon in der Bundesrepublik auf einem guten Weg, aber es gibt noch sehr viel zu verbessern. Wenn man den Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zugrunde legt, dann zeigt sich, dass beim Speisenangebot zu wenig häufig Gemüse auf den Teller kommt und zu häufig Fleisch, zu wenig Fisch. Und dass Salatbuffets beispielsweise noch längst nicht die Rolle spielen, die sie eigentlich spielen sollten. Um voneinander zu lernen und gute Lösungen in die Breite zu tragen, gibt es überall in Deutschland Vernetzungsstellen Schulverpflegung. Es ist mit der Studie heute ein guter Baustein, um Maßnahmen zu präzisieren, abzuleiten, neue Maßnahmen zu definieren. Und vor allen Dingen eben dieses Deutlichmachen, dass es nur gelingt, wenn auf Bundes- und Landesebene die verantwortlichen Ministerien zusammenarbeiten. Gesundes Essen in der Schule macht nicht nur satt, sondern fördert auch das Bewusstsein für die Bedeutung einer guten Ernährung. Ich fand es sehr interessant, wie die Studie vorgestellt wurde. Die Zahlen kannte ich noch nicht. Und es war ganz interessant zu sehen, wie viele Unterschiede es da zwischen den Ländern gibt, wie unterschiedlich das da gehandhabt wird anscheinend und wie weit es überall auseinander geht. Also in den ganz verschiedenen Sachen, ob das die Preisfrage ist oder ob das die Qualitätsstandards sind, ob das Anteile an Bioprodukten sind. Das fand ich interessant, wie weit es auseinander geht. Die Bilanz der deutschen Vernetzungsstellen. Wir sind auf einem guten Weg, wir haben schon viel gemacht und den Rest schaffen wir auch noch, wenn wir alle tatsächlich aber gemeinsam daran arbeiten. Das gemeinsame Ziel ist es, verbindliche Qualitätsstandards in den Ausschreibungen zu verankern und Mechanismen zur Qualitätskontrolle zu etablieren. Die Verbesserung der Schulverpflegung bleibt also ein Dauerthema im Bund, in den Ländern und den Kommunen. Die Teilnehmenden waren sich einig. Der Bundeskongress Schulverpflegung hat hierzu einen wichtigen Beitrag geleistet.